Das Hinspiel beim 1. FC Nürnberg 2 war so etwas wie der Dosenöffner in dieser Saison für den damals noch abgeschlagenen Tabellenletzten TSV Rhein am Lech. Das 1:0 Mitte August war der erste Sieg im 9. Anlauf. Seitdem hat sich die Truppe von Christian Krzyżanowski Stück für Stück aus dem Keller gearbeitet und kann nun im Nachholspiel des 28. Spieltags einen weiteren Schritt in Richtung Klassenerhalt gehen. Die ganz in Weiß gekleideten Gäste sind dank einer bärenstarken Frühjahrsrunde mit nur einer Niederlage in 10 Partien bereits gesichert und können daher völlig befreit aufspielen. Und im Gegensatz zum jüngsten 3:3 in Eltersdorf, als man nach nur 9 Minuten schon 0:2 zurücklag, war es dieses Mal der Club, der den besseren Start erwischte. 19. Minute, die Situation eigentlich schon geklärt, aber dann fällt der Ball Brian Caio vor die Füße und der trischt ihn in die Maschen zum 1:0. Erstes Saisontor für den 19-jährigen US-Amerikaner. Für die Hausherren der nächste Rückschlag nach dem bitteren 0:1 in Pipinsried, aber sie steckten diesen schnell weg und hatten nach einem schnell ausgeführten Freistoß postwendend die Chance zum Ausgleich. Fadel Mourou scheitert jedoch an FCN-Keeper Jan Reichert. Überhaupt nahm das Match vor 350 Zuschauern nun an Fahrt auf. Starke Ballannahme da von Enrique Katsianas Sanchez, die Fußabwehr von TSV-Schlussmann Johann Hipper aber nicht minder gut. Ab diesem Zeitpunkt übernahm dann die Heimelf das Zepter. Wieder ist Mourou durch, sein Schuss aber zu schwach und kann so noch vor der Linie geklärt werden. Nur Sekunden später dann diese Szene. Noel Knote springt der Ball an die Hand und Schiedsrichter Christian Dietz zeigt sofort auf den Punkt. Jonas Grebmeier lässt diese Chance jedoch fahrlässig liegen. Der ganz schwache Versuch überhaupt kein Problem für Reichert, der in dieser Phase zur Hochform auflief. Nach einer Ecke wehrt er erst den Kopfball von Fabian Triebel ab und entschärft dann auch den Nachschuss. Der Nürnberger Keeper dann auch bei der nächsten Situation im Fokus, dieses Mal allerdings in negativer Hinsicht. Sein völlig verunglückter Querpass landet ausgerechnet beim Elfer-Fehlschützen Grebmeier und dieses Mal lässt er sich diese Gelegenheit nicht entgehen. Der 1:1-Ausgleich in der 33. Minute angesichts der Vielzahl an Chancen für Rhein sicher verdient, wenn auch in der Entstehung natürlich glücklich. Nach dem Seitenwechsel war dann bei weitem nicht mehr so viel Action geboten, auch bedingt durch die gelb-rote Karte für Knote nach knapp einer Stunde. Kurz darauf hatte die U21 beim Pfostenschuss von Christopher Wehling gleich eine dicke Möglichkeit. Die Hausherren kamen dagegen in ihrem 9. Match in den vergangenen 28 Tagen trotz Überzahl nur mehr selten gefährlich vors gegnerische Tor. Die beste Chance hatten dann wiederum die numerisch unterlegenen Nürnberger in Person von David Ismail. Allerdings wird der Winkel zu spitz und der Ball landet nur am Außennetz. Schlussendlich also eine wohl gerechte Punkteteilung. Ein Gewonnener in unserer Situation. Ja, sehr gute Leistung der Mannschaft von Anfang an. Wir waren hochmotiviert, wir waren taktisch hervorragend eingestellt, haben uns sehr viele Torschancen in der ersten Halbzeit herausgearbeitet, kommen sehr, sehr unglücklich aus dem Nichts zum 0:1. Die Mannschaft ist super zurückgekommen, auch der Jonas Grebmeier, nachdem er Elfmeter verschossen hat, ist wieder super ins Spiel reingekommen. Und zweite Halbzeit haben wir unzählige Standardsituationen gehabt, Freistöße, Ecken von der Seite. Und da fehlt uns einfach das nötige wenig Glück in der einen oder anderen Situation. Aber wir sind mit dem Punkt sehr zufrieden. Wir kommen, glaube ich, richtig gut ins Spiel, haben die Situation, die wir haben wollen, haben eine gute Kontrolle. Dann verlieren wir komplett den Faden und ich kann Ihnen bis jetzt noch nicht sagen, warum. Weil der Gegner hat genau dasselbe gemacht, die ganze Zeit. Dann hältst du einen Elfmeter, bleibst im Spiel und denkst dir dann einfach, okay, wenn die schon den Elfmeter nicht machen, dann schießt man selber rein. Wenn du gegen so eine Mannschaft spielst, das Wichtigste ist dann keine Fehler zu machen oder die Fehler zu minimieren, so wenig wie möglich. Und wir haben auf einmal nur noch Fehler gemacht. Nürnberg bleibt also zum 4. Mal in Folge sieglos, während der TSV Rhein mit 2 weiteren Heimspielen gegen die designierten Absteiger Schalding und Rosenheim ein lösbares Restprogramm vor der Brust und den Klassenerhalt weiter in der eigenen Hand hat.